Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute für euch in Dragonflight unterwegs und zwar natürlich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in den Zarralek-Höhlen abschließen können und zwar bei dem Event Forsche unter Feuer, Untersuchung der Zarqvili-Ruinen. Und ja, dafür habe ich hier einen Erfolg rausgesucht, den haben wir hier einmal. Säulen der Forschungsgemeinde. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Stellt 100 Splitter einer Djaradin-Säule wieder her, während das Ereignis Forsche unter Feuer und dann Untersuchung der Zarqvili-Ruinen. Und ja, wo sind wir genau? Wir sind einmal hier ein bisschen links. Koordinaten habe ich jetzt gerade leider nicht drauf. Von dem Forsche unter Feuer-Event. Und hier ist es so, dass das alle Stunde einmal am Start ist. Und zwar immer zur halben Stunde, also jetzt hier um 16.30 Uhr, dann um 17.30 Uhr und so weiter. Ne? Es gibt zwei verschiedene Events, einmal Titanabriegelung und dann gibt es einmal noch hier diese Zarqvili-Ruinen. Die sollten sich wöchentlich abwechseln. In der zweiten Woche, wo die Ruinen sein sollten, war es ein bisschen buggy, deswegen kam das erst quasi hinten raus. Und jetzt ist es aber so, wenn ihr quasi die Zarqvili-Ruinen als Event hier habt, haben wir verschiedene Phasen. Und wenn wir hier die Phase 4 abgeschlossen haben, dann kommt immer als Phase 5 die Geschichte hier mit diesen Pylonen, die wir quasi einmal basteln können. Und da müssen wir immer 8 Teile reinstecken. Und dazu habe ich hier einmal das Zeug schon angeklickt. Also das ist einfach auf dem Boden. Klicken wir an und können das dementsprechend abgeben. Ist eine relativ einfache Sache. Und ja, was ich empfehlen kann, wenn ihr hier möglichst viele kriegen wollt, könnt ihr erst in eine 40-Mann-Gruppe gehen. Meistens ist hier unter Benutzer definiert. Seht ihr, hier haben wir zum Beispiel eine Gruppe drin, da könnt ihr reinqueuen, dann nehmt ihr die mit. Und sobald auf eurem Server alle quasi wieder aufgebaut worden sind, diese Pylonen, könnt ihr einmal aus der Gruppe liefern und auf eurem Server das auch nochmal machen. Ne? So könnt ihr so ein bisschen mehr mitnehmen. In kleinen Gruppen, wo jetzt hier wenig Leute sind, könnt ihr teilweise auch 5, 6, 7 bis zu 10 eigentlich mitbekommen. Bei den großen, wo es 40-Mann-Gruppen sind, kann es halt sein, dass die dann halt instant aufgebaut sind. Ne? Deswegen in den großen Gruppen 2, 3, 4 mitnehmen und dann leaven und in den kleinen Gruppen bzw. ohne Gruppe hier den Rest quasi machen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, schauen, welches Event habt ihr hier. Wenn ihr jetzt die Zarqvili-Ruinen habt, dann könnt ihr jede Stunde immer zur vollen halben Stunde hierher und einmal ein bisschen fürs Achievement weiterarbeiten. Das müsst ihr nicht in einem Event machen, sondern dementsprechend könnt ihr das über ein paar Tage und auch theoretisch verschiedene Wochen machen, um das hier aufzufüllen. Gut, das war es soweit, was ich euch zeigen wollte. Und ja, damit verabschiede ich mich für den kleinen Guide. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.